Schön, dass du dir mein nächstes Video anschaust. Ich hoffe, dass es dir gefällt. Wenn dem so ist, dann hinterlass bitte einen Kommentar oder schreib einen Wunsch in den Kommentar rein. Natürlich dann gerne auch ein Like hinterlassen und falls noch nicht geschehen, abonniere meinen Kanal. Vielen Dank und viel Spaß. Gebackene Aubergine aus dem Ofen mit einem Überzug, wo die Hauptkomponente Granatapfelkernsirup ist. So süß-säuerlich, also nicht wirklich süß, sondern es ist süß-sauer. Super interessant. Ich mache das schon seit Jahren. Ich hatte, glaube ich, irgendwann mal von einem israelischen Koch was gelesen, der unheimlich viel mit Granatapfelkernsirup gemacht hat und so weiter. Und unter anderem auch sowas mit den Auberginen. Ich habe das dann für mich adaptiert und eine Beilage daraus kreiert, die ich schon 100-mal gemacht habe. Es ist total simpel. Es kommt auf die Komponenten an und es ist total lecker und man kann das sowohl als Beilage als auch als Vorspeise verwenden. Viel Spaß beim Nachmachen und beim Zugucken und guten Appetit. So, meine geliebten Ofen-Auberginen. Das ist Granatapfelkernsirup. Da habe ich, das sind so 4, 5, 6 Esslöffel. War vielleicht ein bisschen zu viel. Dann etwas weniger von der Menge Olivenöl dazu, ein Schuss Honig, dann kommt Salz, Pfeffer dazu und Kumin und das war's. Das ist das, womit die Auberginen nachher beträufelt werden. Das ist jetzt das Kumin, was dazu kommt. Das wird jetzt so lange vermischt, bis das Öl und der Sirup so eine Art Emulsion eingehen. Das merkt ihr daran, dass die Konsistenz sich ändert, nämlich dies wird dicker. Also das merkt man, das kann man fühlen, sehen, wie sich das verändert. Dann ist die Marinade richtig. Es dauert, muss man ein, zwei Minuten relativ schnell mit einer Gabel, man kann das auch mit so einem kleinen Schneebesen machen, wie auch immer. Ich würde es aber auf jeden Fall von Hand machen und nicht mit einer Maschine, um da einfach den Punkt gut zu treffen, wenn die Soße fertig ist. So, dann für ein Backblech reichen üblicherweise zwei normal große Auberginen. Nicht zu dünn schneiden. Ich empfehle so 1,5 bis 2 cm Dicke. Das zu dünn würde nicht richtig funktionieren und zu dick, das dauert das alles zu lang. Also meine Empfehlung ist 1,5 bis 2 cm. So, und dann nehmt ihr die Marinade, die Soße, mit einem Esslöffel, nehmt immer einen Esslöffel, gebt das auf die Auberginenscheibe und verteilt das so ein bisschen. Und wirklich nur auf der oberen Seite, die werden nachher nämlich umgedreht. Ofen auf 200 Grad. Und zwar Umluft und dann circa 20 Minuten brutzeln lassen, dann das Blech rausnehmen, umdrehen, das gleiche nochmal, Soße überall drauf, verteilen und dann nochmal circa 15 bis 20 Minuten in den Ofen und dann kriegt ihr unglaublich leckere Auberginen raus. Viel Spaß beim Nachmachen.